Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorie-Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der neue Theorievorschlag ist von Darkmoon. Was wäre, wenn Nappa statt Raddus auf die Erde gekommen wäre? Hier ist die Antwort eigentlich schon klar. Gegen Nappa hätten sie zu dieser Zeit null Chance gehabt. Und das ist das erste Mal, dass Nappa überlebt. Wer hätte das je gedacht? Piccolos Höllenspirale, wenn die Nappa richtig getroffen hätte, hätte sie ihn auch nicht durchbohrt, sondern nur eine starke Wunde zugefügt, wenn überhaupt. Son Gohans Angriff nach dem Piccolo getötet wurde, hatte er eine Kampfkraft von 2800. Also ist damit rund doppelt so stark wie Piccolos Höllenspirale gegen Raditz. Diese Attacke hatte Nappa ja leicht weggeschlagen, daher wäre es das Ende für die Erde gewesen. Doch es bleibt noch eine Möglichkeit, und zwar die Kampfkräfte zu tauschen. Nappa hätte damit also eine von 1200 und Raditz eine von 4000. Das hätte schon einen Unterschied gemacht. Raditz hätte sich natürlich klüger gegen die Z-Kämpfe angestellt. Aber die entscheidendste Änderung wäre, wo Nappa eigentlich von Son Goku besiegt wurde. Nappa wollte zum Schluss ja Son Gohan und Krillin angreifen, so hat Son Goku die doppelte Kaioken eingesetzt. Raditz hätte aber sehr sicher auf Vegeta gehört und hätte nichts weiter gemacht. So hätte der Kampf zwischen Son Goku und Vegeta begonnen. Genau in diesem Zeitpunkt hätte sich Raditz Son Gohan und Krillin zugewendet und beide auch erledigen können. Ohne die Hilfe von den beiden wird Son Goku ja getötet. Vegeta verliert zwar seinen Saiyajin-Schwanz durch Yajirobe, doch gewonnen hätte er trotzdem. Hier könnte auch Raditz seine große Chance sehen. Der künstliche Mond ist ja immer noch am Himmel und so hätte sich Raditz auch in einen Nozaro verwandelt. Vegeta würde sich natürlich wundern, warum Raditz sich verwandelt hat. Bis er dann Vegeta angreifen würde, sein Saiyajin-Schwanz ist ja schon weg. Bei dem Kampf gibt es nur zwei Möglichkeiten, Vegeta gewinnt oder halt Raditz. Doch die Erde wäre in jedem Falle verloren. Wenn Vegeta gewinnen würde, würde er spätestens auf Namek von Rikum erledigt werden. Raditz würde sehr wahrscheinlich nicht nach Namek fliegen, sondern würde nach Frieza's Rückkehr von ihm getötet werden, da er ihn als Verräter ansieht. Wenn Frieza Raditz nicht tötet, würde er weiter für ihn arbeiten, bis zu seinem Tode. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da, ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!